Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Geht das? Nur wenn es nicht zu lange dauert. Ich hab noch viel zu tun. Ich mach's kurz. Lüg nicht. Was hast du noch zu tun? Was ist hier passiert? Wieso ist alles zerstört? Alles kann so schnell kaputt gehen. Alles geht schnell kaputt. Das macht Sinn. Wie lange ist das Kraftwerkunglück her? Weiß nicht. Hier gibt es kein Kraftwerk. Nur eine Bibliothek. Ganz schön viele Fragen. Lass mich einfach in Ruhe, ja? Es ist aber wichtig. Okay. Gibt es andere Überlebende? Du sagtest, du hättest hier Freunde. Viele Freunde, ja. Sie sind gerade nicht da. Schade, schade. Ich hätte sie dir gerne vorgestellt. Du hättest für sie kochen können. Hat sie wenigstens geschmeckt? Wie hast du die Katastrophe überlebt? Was meinst du? Du musst den Klimawandel doch irgendwie mitbekommen haben. Weiß nicht. Ich mag dich nicht. Ich muss dir diese Fragen stellen. Zu viele Fragen. Viel zu viele Fragen. Nochmal mein Leben erzählen, das mag ich nicht. Dann nicht. Okay, das war's schon. Gut. Oh, jetzt ist er wieder glücklich. Ich suche einen Mann namens Nigel. Hast du ihn gesehen? Nein, ich bin ganz allein hier. Hier sind nur meine Freunde. Ah. Du hast mich ganz schön erschreckt. Du hast mich auch ganz schön erschreckt. Was willst du hier? Ich möchte eigentlich nur eine Kassette holen und dich ein bisschen nerven. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Geht das? Nur wenn es... Ich hab noch viel... Ich mach's kurz. Okay, das war's schon. Gut. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Geht das? Ich mach's. Okay. Gut. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Nein! Einfach verklickt. Gut. Ich schaue mal. So, dann schaue ich mich mal um. Dokumente. Was ist das? Das geht dich nichts an. Ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Regal, ich brauche die Videokassetten. Ein Regal mit alten Malereien der untergegangenen Kultur. Nein, die brauche ich nicht. Konserven? Nährstoffbehälter. Sie müssen ihm erst kürzlich ausgegangen sein. Nein. Kartons? Bei uns daheim sieht es genauso aus. Oh, wie schön. Dann fühlst du dich ja schon wie zu Hause. Sie haben tatsächlich seine Sachen durchwühlt? Ich hoffe ja, dass Sie so etwas bei mir nicht auch gemacht haben. Hätte ja sein können, dass er etwas besaß, das der Mission geholfen hätte. Auf welchem Stern Sie diesen Mann auch immer getroffen haben, er musste auch schauen, wie er über die Runden kam. Es ging ja nur um die Zukunft der gesamten Menschheit, aber egal. In den Kartons war ohnehin nichts, nur braunes Papier. Das will ich haben! Ich will braunes Papier. Ich hab's mir alles überlegt, ich will das braune Papier nicht haben. Hier liegt ein Zettel. Anmeldeformulare bitte komplett neu drucken. Und diesmal kein Recyclingpapier. Wie sieht das denn aus? Ah, das ist nett. Die Kartons sind ja randvoll mit Papier. Musstest du die alle allein tragen? Die waren schon hier. Ach, dann sind das gar nicht deine. Doch! Ja, er hat sie doch gefunden. Irgendwann. Ein Regal mit alten Malereien der... Nein, ich glaube... Als Kind hatte ich auch mal solche Bilder. Damals wusste ich noch nicht, was die Menschen der Vergangenheit alles Schreckliches gemacht haben. Ist der irgendwie, was ist das denn? Lagerhalle? Terminal? Ich hatte gehofft, so ein Ding nie wiederzusehen. Quickie? Bist du da drin? Guten Tag, Sean Rathold. Starten Sie den gewünschten Suchvorgang. Ich suche ein Artefakt, das mit der ID... 21083-21-00 beginnt. Ihre Suche ergab über die Autovervollständigung 3 Treffer. Erstens, das Manuskript zu Antima Day Shop von Ray Klimit. Nein. 21108321-0012. Zweitens, eine Ninon Opus Lux C Spiegelreflexkamera. Nein. 21108321-0089. Drittens, Videomaterial zu Die Indes-Katastrophe. Ja. 21108321-0091. Möchten Sie eines dieser Objekte bestellen? Ich brauche das Video. ID 21108321-0091. Einen Moment bitte. Fehler. Nicht du auch noch. Was ist denn los? Offenbar gab es einen Fehler bei der Lieferung Ihrer Bestellung. Das Behältnis scheint defekt oder unzugänglich gelagert zu sein. In unmittelbarer Umgebung Ihrer Bestellung befinden sich Objekte mit ähnlicher ID. Erstens,
Das Manuskript zu Antima Day Shop von Ray Plemeet. Zweitens, eine Ninon Opus Lux C Spiegelreflexkamera. 2110-8321-0089. Gut, dann nehme ich halt alle drei Sachen. Wenn es nicht anders geht, dann nehme ich die Kamera. Auftrag wird ausgeführt. Cool. Dankeschön. So, nu. Anschalten. Anschalten. Kann ich damit irgendwas überhaupt machen? In irgendeiner Art und Weise? Anscheinend nein. Nicht. Noch nicht. Vielleicht ja später. Guten Tag, Sean Rathold. Ist dies nicht Ihr Name, loggen Sie sich unter Ihrer richtigen ID ein. Ja, ich möchte etwas anderes bestellen. Ich möchte... was? Ich bin fertig mit den Regeln. Nein, Ich möchte etwas anderes bestellen. Schicken Sie das in der Auslage befindliche Artefakt wieder zurück, bevor Sie eine weitere Bestellung aufgeben. Kein Scheiß. Ich brauche nichts, danke. Gehen Sie sorgfältig mit dem Artefakt um. Was soll das denn? Ich kann sie jetzt zwar hier untersuchen, aber ich kann nichts damit machen. Es sei denn, ich könnte sie vielleicht direkt aktivieren. Okay, ich stelle den Selbstauslöser auf etwa eine Minute. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Dann stelle ich die Kamera in die Box. Machen wir das so. Ich bin fertig mit dem bestellten Artefakt. So, mal gucken, was Sie jetzt benutzen. Guten Tag. Ich möchte die Kamera. Ich nehme die Kamera. Und mit etwas Glück habe ich jetzt ein Foto von irgendwas anderem. Moment. Ah, da ist es. Das da rechts muss das Video sein. Und ich kann noch was erkennen. Eine Kiste mit einer ID. Diese ID muss da also weg und dann anschließend werde ich dann wahrscheinlich auch daran dran kommen. Das ist die, was ist das? 34768970-9987. Ich hab's mir jetzt mal nicht gemerkt. Sean Rathold. Ist dies nicht Ihr Name? Loggen Sie sich unter Ihrer richtigen. Bin mal nämlich ganz, möchte etwas anderes bestellen. Ich möchte etwas anderes bestellen. Schicken Sie das in der Auslage befindliche Artefakt. Ich brauche nicht. Gehen Sie sorg. Bin mir nämlich so ziemlich sicher, nämlich in der Küche will ich eigentlich nichts machen, dass ich nämlich diese Kamera später nicht mehr brauchen werde. So, also. Ich bin fertig mit dem. Kann man das wieder zurück? Nutzen. Ich möchte etwas. Aha! Ich will das Artefakt mit der Nummer. Das Behältnis mit der ID. Möchten Sie dieses Artefakt trotzdem bestellen? Ja. Besten Dank. So, und da kann ich jetzt bestimmt unseren Überlebenden reinstecken. Der geht dann für mich runter und holt dann die Kassetten. Guten Tag, Sean Rathold. Ist dies nicht Ihr Name? Ich möchte etwas anderes bestellen. Ich möchte etwas anderes bestellen. Schicken Sie das in der Auslage befindliche Artefakt wieder zurück, bevor Sie eine weitere Bestellung aufgeben. Es ist leer. Ich bin fertig mit dem bestellten Artefakt. Narf, ich sag jetzt mal nichts dazu. Terminal, benutzen. Guten Tag, Sean Rathold. Ich möchte jetzt das Video. Ich brauche das Video. ID 2. Einen Moment bitte. Fehler. Nicht du auch noch. Was ist denn los? Offenbar gab es einen Fehler bei der Lieferung Ihrer Bestellung. Das Behältnis scheint defekt oder unzugänglich gelagert zu sein. In unmittelbarer Umgebung Ihrer Bestellung befinden sich Objekte mit ähnlicher ID. Erstens, das Manuskript zu. Zweitens, eine Ninon Opus Lux C Spiegel. Dann nehme ich jetzt mal das Manuskript. Dann nehme ich eben das Manuskript. Einen Moment bitte. Fehler.
Okay. Guten Tag, Sean. Das heißt, ich brauche... Ich will das Artefakt mit der Nummer... Das Behältnis mit der ID 347. Möchten Sie dieses Artefakt trotzdem bestellen? Ja. Box öffnen. Naja, also die Idee mit dem Überlebenden reinstopfen, das wäre eigentlich schon eine passende Idee gewesen. Dann steige ich halt selber ein. Überhaupt, dass das so eine tolle Idee ist? Tatsächlich, ich passe hinein. Ich glaube, ich habe eine Bitte. Kannst du Quickie bitte sagen, er soll die Kiste zurückschicken? Das fänden meine Freunde aber nicht in Ordnung. Bitte, tu mir diesen Gefallen. Ich brauche diese Kassetten wirklich dringend. Ich darf keine Ausnahmen machen. Geht nicht, nein. Der Kerl geht mir echt auf den Sack. Ich koche dir und deinen Freunden auch was. Das würdest du tun? Wir haben oft Hunger. Klar, versprochen ist versprochen. Okay, sag Bescheid. In 10 Minuten musst du diese Box hier zurückrufen. Okay. Danke, du bist mir eine große Hilfe. Dann hoffe ich mal, dass der auch 10 Minuten kennt, weil ansonsten haben wir das nächste Problem. Einsteigen und jetzt hier die Box. Naja, wie wäre es jetzt hier mit Box? Aussteigen? Nee, ansehen. Diese Box ist viel größer als die anderen. Da würde ich ja sogar reinpassen. Du bist schon drinne, Mädel. Aussteigen. Nee, gut, dann sage ich jetzt hier. Terminal ist benutzen. Guten Tag, schauen Sie es nicht, Ihr Name. Loggen Sie. Dann sage ich jetzt, ich bin fertig mit Bestellen. Nee, ich möchte etwas anderes bestellen. Ich möchte etwas anderes. Schicken Sie das in der Auto. Okay. Ich bin fertig. Jetzt geht er. Toll. Guten Tag. Bitte nochmal die Box. Ich will das ab. Das Behältnis. Möchten Sie diese? Ja. Ja. Ich brauche mein Taxi. So, jetzt hier einsteigen. Hatte ich hier nicht gerade irgendwas gesehen mit Kristall oder so? Nee. Überlegen, da wegschicken. Du kannst mich jetzt wegschicken. Okay. Nimm die Finger da weg. Schick sie weg. Nimm die Finger weg. Ah, Finger eingeklemmt. Das sieht gut aus. Da ist die Box. Ansehen. Das ist die Box mit den Videokassetten. Dann würde ich sagen, diese Box öffnen. Sie klemmt. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Das kann doch nicht sein. So, Schraubenzieher aufbrechen. Was hast du jetzt von da? Egal. Nehmen! Ein Video vom Kraftwerkunglück und eines von der Klimakonferenz. Egal, was Salvador sagt. Wir müssen mit den Menschen reden. Er wird schon noch einsehen, dass ich recht habe. Das bezweifle ich irgendwie. In die Box und einsteigen. So, jetzt heißt es nur noch warten. Ich setzte mich in die Box und wartete. Ich weiß nicht, wie lange. 10 Minuten? Eine halbe Stunde? Nichts geschah. Ihr Freund hat sie versauern lassen. Ihm gefiel wohl nicht, sich von ihnen belehren zu lassen, wie er zu leben hat. Warum auch immer. Er hatte mich verraten. Bitte? Hallo? Zeitleitstelle, bitte kommen. Quadi? Naomi? Hier spricht Faye. Könnt ihr mich hören? Mission abbrechen. Verloren. Wir haben verloren. Quark, Indes. Echos von den anderen. Svensson. Und Ben Svensson ist unser Retter. Ben Svensson? Das habe ich doch nie gesagt. Hallo? Hallo, wer spricht da? Ach, N. Was? Ich sagte, rede mal verständlich. Und hör auf, wie ein verrücktes Huhn in die Leitung zu gackern. Wo steckst du überhaupt? Narf.